Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play namens Edge of Eternity. Ja, das Spiel ist meines Wissens nach schon etwas älter, aber ich habe es gerade frisch entdeckt. Es war auch gerade im Sale auf Steam. Und als ich das Bild gesehen habe, musste ich direkt an Final Fantasy XV denken. Und ich habe mich mal ein bisschen informiert. Viele Berichte, die ich gesehen habe, haben gesagt, es ist im Endeffekt auch wie Final Fantasy. Natürlich nicht wie Final Fantasy 15, weil das ist ein ganz anderer Spielstil anscheinend wie die älteren Teile. Ich habe die älteren leider noch nicht gespielt, aber ich habe gehört, dass die wohl nicht so typisch Final Fantasy-mäßig sind, also so wie Final Fantasy Online oder Final Fantasy 15, sondern dass wohl sehr viel mit rundenbasierenden Kämpfen zu tun hat. Das wird wohl in diesem Spiel auch kommen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich weiß noch nicht so genau, was mich jetzt hier erwarten wird. Ich habe nur ein paar Bilder gesehen. Ich wollte mich nicht zu sehr spoilern. Deswegen lege ich einfach mal mit euch in einem neuen Spiel los. Thirty years ago, strange metal airships appeared in our skies. We didn't know who it was or what they wanted. Friendly at first, they shared their extraordinary technology with us. Harion prospered. For a time. But one day, they simply decided we weren't worthy of their favors anymore. They dealt the first strike, and Junor was obliterated overnight. Against such tremendous power, we realized how powerless we were. The remaining nations formed an alliance under the banner of the Consort, one that might stand a chance against them. After years of countless sacrifices and senseless slaughter, the tide began to turn. We began to hope again. Little did we know that our enemies were about to unleash their most terrible weapon. The Corrosion. Avaris-Kontinent, das Jenseits, Jahr 460 der Cyrus-Ära. Oversized two-handed swords, right? Who in their right mind would use such a stupid weapon? Some kind of insecure kid with a hero complex, no doubt. Or maybe some other kind of complex, if you catch my drift. Now, really, you can barely lift it off the ground, and by the time you haul it to your shoulder, your opponent's blade is already running through your chest. Ordo, if we put your theory to the test, will that make you shut up? I thought you'd never ask. Was? Willkommen beim Kampfsystem von Edge of Eternity. Wenn du auf dem Feld in Kontakt mit Monstern kommst, wechselst du in diesen Kampfmodus, okay? Bei einem Kampf ist es dein Ziel, deine Gegner zu besiegen, indem du dessen Lebenspunkte auf null reduzierst. Ist irgendwie logisch. Der Status deines eigenen Charakters wird mit drei Leisten dargestellt. Achso, hier unten die drei. Lebensleiste ist grün. Magika-Punkte wahrscheinlich sind blau und ATP, was auch immer das sein soll, weiß und rot.
Achso, das wird wahrscheinlich rot, je kleiner das Weiße wird. Wenn die Lebenspunkte aller deiner Charaktere auf Null fallen, hast du den Kampf verloren. Ja, klingt irgendwie logisch. ATB steht für das, achso, Active Time Battle System. Die ATB-Leiste füllt sich während eines Kampfes automatisch. Wenn die ATB-Leiste eines Charakters oder die deines Gegners zu 100% gefüllt ist, ist dieser am Zug. Bei der Ausführung eines Zugs wird die ATB-Leiste angehalten, bis der Zug beendet ist. Okay. Wenn du am Zug bist, kannst du eine Aktion wählen. Wähle mit der linken Maustaste die Angriffsschaltfläche aus oder drücke A zum Starten einer Angriffsaktion. Achso, da kann man dann hier A, Z, E, okay. Ist aber ziemlich weit auseinander. So, wähle nun mit der Maus oder mit rechts, links. Pfeiltasten sind das wahrscheinlich. Ein Ziel aus und verwende linke Maustaste oder drücke Enter zum Bestätigen deines Ziels. Dann nehmen wir D natürlich. Fügst du deinem Gegner Schaden zu, so wird dieser auf dem Bildschirm angezeigt. Der Status deines Gegners wird über ihn im Forum zwei Leisten angezeigt. Lebenspunkte sind grün und ATB weiß und rot, also wie bei mir. Fallen die Lebenspunkte deines Gegners auf Null, ist er besiegt. Die ATB-Leiste deines Gegners ist jetzt voll. Er ist am Zug und kann eine Aktion auswählen. Der Gegner hat dir Schaden zugefügt. Ja, das habe ich auch gerade festgestellt. Aber nicht so viel wie ich ihn anscheinend. Besiege deinen Gegner nur mit einer Angriffsaktion. Kein Thema. Zack. Okay, vielleicht auch nicht. Ich dachte, das wäre zur Hälfte schon. Oje, oje. So. Große Fresse. Du hast deinen ersten Kampf gewonnen. Nach einem Sieg erscheint das Belohnungsfenster. Nach einem Sieg im Kampf gewinnt dein Charakter Erfahrung hinzu. Ist die EP-Leiste weiß voll, steigt dein Charakter ein Level auf und wird stärker. Das ist ja alles noch normal, sage ich jetzt mal, von jedem anderen Spiel auch. Auch deine Waffen gewinnen Erfahrung hinzu und steigen unabhängig von deinen Charakteren im Level auf. Das ist gut. Vor allen Dingen auch, wenn es unabhängig von den Charakteren ist. Das ist cool. Du kannst in Kämpfen auch Heres verdienen, wie auch immer es ausgesprochen wird. Das ist die Währung in Heryon, mit der du Ausrüstung und Gegenstände kaufen kannst. Hier siehst du auch deine Kampfzeit. Die Dauer des Kampfes in Sekunden. Es wird nur die Zeit angerechnet, wenn ATB lädt. Okay. Ah, sehr schön. Bei einem Kampf kannst du bis zu zwei Gegenstände erbeuten. Dein Kampfrang und das Abschließen von optimalen Kampfzielen wirken sich auf deine Belohnungen aus. Okay, was sind denn optimale Kampfziele? In einer gewissen Zeit das Ganze zu machen, oder? Bravo! Really nice, gentlemen. Now that you're properly warmed up, will you guys help us tidy up the storage room? I didn't enlist to stack crates. Come on, the punishment was for the whole platoon. Face up to it, Syl. We're here because you questioned the commander's orders in front of everyone. Don't be like that, Darian. One day, you and I will share everything. As husband and wife. Ugh, still doing the clingy girlfriend routine, Syl? I thought Darian told you he wasn't interested. Oh, but things have changed, buddy. Would you mind getting back to work? We're supposed to be doing this together. Things have changed? What? What changed? And here I go, ignored as usual. Darian has agreed to go on a date with me. This again. Wait, what? When? She got me. I lost a bet and she chose my punishment. It's not a punishment. Spend 1 hour on a date with me? And you'll realize I'm a keeper. You'll be begging me for a second one. Whoa! I guess congratulations are in order. I'll play the game, but don't get your hopes up too high, Syl. Oh, so this is where you guys are. Hey, Kino! I've got mail for you!
Did you bring sandwiches, too? You wish, Fatso. Choke on your mother's ashes. Letter for you, Ordo. Nice. And one for you, Darien. Your sister, as always. Thanks. Sorry, nothing for you guys. Nobody loves you. Deal with it. The usual. Whew, it's cold out there. I'm gonna take five. Man, I'm in no rush to go back to HQ. So tense over there right now. Everyone's on tenterhooks. Why's that? Dunno. Maybe they're getting worried too many people are deserting these days. Nonsense. They know how to deal with deserters. Always have. I heard something about mounting a large-scale counterattack. I don't know when it's supposed to happen, but... Hey, Darien, what's with the long face? It's... my mother. She caught the corrosion. Oh. Man, that's rough. I'm sorry, I... Shut up. In a situation like this, it's better not to say anything. What are you gonna do? Ask for leave, mate. Go to her. Commander Korra likes you. He might just let you. It's been months since they gave anyone leave. Korra needs me. He won't let me go like that. But... it's your mother! I know! But what choice do I have? What's happening? The Archolites? How do they find us? The cavern's collapsing. Run! What the hell happened here? Us. I thought the crystals were supposed to protect us! By gods. How are we supposed to take this on? They're sending the stalkers to finish the job. It's over. We're done for. No, we're not done. We're not anywhere near done! Stay close, remember your training, and we'll make it out. The usual formation. Sandra, you cover us from the back. Guys, we'll shield Sandra and make sure nothing gets through. Ready? Ist das euer Ernst? Ich hab doch gerade mal so ein kleines... Close the gap. Oh, scheiße. Okay, Achso, wähle die Aktion Bewegen aus. Okay. Wähle das Feld vor dem Charakter aus und drücke linke Maustaste, um dich direkt dorthin zu bewegen. Oder halte linke Maustaste, um die Ausrichtung des Charakters auszuwählen. Ah, okay. Okay. Verstehe. Good! That should keep it off Sandra's back. Sandra, you can focus on your casting now. Ja. Machen wir, denke ich. Okay, Feueres. Kann man sich das eigentlich anzeigen lassen, was die machen? Also hier im Moment jetzt leider nicht. Starte die Aktion Feueres in Richtung des Feindes. Während die Charaktere Zauber wirken, färbt sich die ATB-Leiste rot. Wenn die rote ATB-Leiste voll ist, aktiviert der Charakter seinen Zauber. Achso, ich dachte schon, dass es was Schlechtes ist, dass die jetzt rot ist. Magic, I beseech you. Nice. Ja, aber nie It's allzu working, viel gebracht. Sandra. Keep it up. Yes. Sylph, it's targeting you. Brace yourself. Ja. Wähle die Aktion Verteidigung, Zug aussetzen. Das ist... Achso, das ist dann eh, okay.
Gut, und ich kann angreifen. Also, jetzt sieht man es. Okay, Kraft 96, 96, 96. Nicht unterbrechbar. Die sind quasi alle nicht unterbrechbar und alle kosten gleich viel. Nehmen wir mal den Blitzschlag. Keine Ahnung, ich will den gerne mal sehen. Hat aber auch nicht viel gebracht. Okay, haben wir denn hier irgendwas, was uns wirklich weiterbringt? Heilende Quelle. Nee, wir wollen hier niemanden heilen. Wir wollen jetzt hier... Obwohl, ja, ich meine, das ist natürlich nicht schlecht. Der ist schon ein gutes Stück runtergegangen, aber ich hoffe mal nicht, dass wir den jetzt direkt heilen müssen. Kraft 240, 240, 240. Also eigentlich ist es nur... Eigentlich ist es egal, was ich nehme. Moment, Zauberzeit Mittel. 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 Die Frage ist jetzt, worauf springt der jetzt an? Eisriss. Wir probieren einfach mal den Eisriss aus. Weil ich denke mal, die haben dann alle auch entsprechend... Okay, sie ist schon mal aufgeladen, aber es passiert nichts. Anscheinend muss ich erst was anderes machen. Ich denke mal, die haben alle entsprechend andere... Ja, Nachteile, wenn man die angreift. Also sprich, der eine ist gegen Eis empfindlich, der andere gegen Feuer, gegen Blitz und so weiter. Ja, eben hat die das so schnell gemacht. Ist das jetzt dein Ernst? Die ist jetzt einfach so unterbrochen worden. Normale Angriffe und Unterbrechungsfähigkeiten können deine Konzentrationskraft beim Wirken eines Zaubers schwächen. Ist die Konzentrationsleiste leer, wird jede angefangene Aktion abgebrochen und der Charakter verliert seinen Zug. Jo, geil. It's messing with my casting. Start over. We'll stop it happening again. Verhindern wir das? Ich weiß es nicht. Soll ich nicht lieber den einen Typen heilen? Ich meine, ganz ehrlich, ne? Also gut, er hat gesagt, wir sollen es nochmal probieren. Dann machen wir das doch. So, du verhinderst das Ganze jetzt, Kleiner. Oder Kleine, das war das Mädchen. Hab ich gerade gesehen. Okay, also der Angriff war ja schon mal nicht schlecht. Jetzt gucken wir mal, was der Eisschlag drauf hat. Oh, der macht ja fast gar keinen Schaden. Oh, ich schätze, das mit dem Eis ist nicht so eine gute Idee gewesen. Wenn auf der ATB-Leiste kein Schloss angezeigt wird, kann der Zauber unterbrochen werden. Du kannst die Konzentrationskraft deines Gegners mit einem normalen Angriff oder einer Unterbrechungsfähigkeit schwächen. Ach so, normal ist dann wahrscheinlich, wenn ich auf A drücke. Setze nun einen normalen Angriff ein, um den Boss zu unterbrechen. Ja. Ja! Aktion wurde unterbrochen. Okay. Oh Gott, ich muss mir das auch noch alles merken. Das ist schlimm. So. Du, Kraft 104, Kraft 80. Ja gut, dann machen wir natürlich hier so ein... Ja, zwar nicht so viel Kraft, aber wir müssen natürlich alles nehmen, was geht. So, was ist mit dir? MP. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Habe ich hier irgendwas... Verpasst. Achso, weil er niedrige... er hat zu wenig MP, ne? Wenn ich das richtig sehe. Zauberkraft sofort. MP 250 brauche ich dafür. Habe ich aber nicht. Deswegen... Ja, habe ich mir schon gedacht. Deswegen können wir das nicht... Okay, dann müssen wir nochmal zum normalen angreifen. Das reicht auch nicht. Ernsthaft jetzt? Doch, da steht aber 80. Wieso kann ich denn nicht A drücken? Kann der sich nicht schützen? Potion coming up. Nein! Lass sie doch heilen, du Idiot! Oh. Nein, will ich nicht! Ihr Idioten! Halt einen Verbündeten, den anderen wollen sie mir nicht anzeigen. Okay. Ja, ach so. Okay, nehmen wir natürlich den stärksten Angriff. Ich habe gerade auf die falsche Leiste geguckt. Ich denke, wieso füllt sich das jetzt nicht auf? Darien, my man, thank you. Ja,
Syl ist aber auch, komm, du heilst jetzt mal. Du heilst. Das ist Syl, glaube ich, oder? Ach so, kann die nicht so. Oh, nee, ne? Oh. Ups. Okay, sie steht anscheinend zu weit weg von ihr hier. Also soll sie einfach die andere, den anderen heilen. Ist ja auch egal. Hauptsache, es wird einer gerade. Ja, also wirklich viel merke ich davon jetzt aber nicht, dass er geheilt wurde. Naja, gut. So, der hat immer noch nicht genug. Ja, ich wollte ja auch auf A drücken, nicht auf 1. So. Komm, geben wir ihnen den Rest, Leute. Es war auch ein langer und harter Kampf. Ich lasse mal auch mal angreifen. Mit dem Heilen, das scheint irgendwie nicht so richtig zu funktionieren. Keine Ahnung. Also ich habe jetzt nicht gesehen, dass der geheilt worden ist. So, du auch? Du hast wieder keine... Na super. Aber der ist auch auf mich fixiert. Mist. Oh oh. Oder? War er nicht auf mich fixiert? I'm gonna take you down! Hä? Können die das alle mitten im Kampf? Wollt ihr mich verarschen? Oder ist das jetzt nur wegen der Story so gemacht? Das ist unfair. Verreck dran. Du Schrottberg. Stalker. Syndra. She. Blood and ashes. We don't have a second to waste. We have to go to headquarters. What are you saying? Syndra is dead! Without her, we don't stand a chance! And that's why we need to go to the mountain. There are bound to be some priests or sorcerers alive there. So we'll go there and regroup. Let's go. And keep an eye out for survivors. Damn it. Ja, bitte. Ja, das ist übrigens auch was ich gehört habe, dass man wohl nur an ganz bestimmten Positionen speichern kann. Ich würde zwar die Folge gerne länger machen, aber ich weiß jetzt natürlich nicht, wann der nächste Speicherpunkt kommt. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wenn das immer so 20, 25 Minuten sind, dass wir dann immer einen kleinen Cut machen und dass wir dann ja, in der nächsten Folge den Rest sehen werden. Bis zur nächsten Folge. Ciao!